Heute erzählen wir dir eine richtige Gruselgeschichte aus alten Zeiten. Holofernes, ein böser Herrscher, hatte ein ganzes Volk gefangen genommen. Judith wollte ihrem Volk Mut machen, um sich zu befreien. So besuchte sie Holofernes in seinem Haus und gab ihm ganz viel Wein zu trinken. Als Holofernes betrunken eingeschlafen war, schlug sie ihm mit seinem eigenen Schwert den Kopf ab. Später zeigte sie ihrem Volk den abgeschlagenen Kopf, und das Volk fasste neuen Mut und konnte sich befreien. Caravaggio war ein italienischer Maler. Für seine Bilder hat er sich immer den gruseligsten, dramatischsten Augenblick gewählt. Er entschied sich für genau den Moment, in dem Judith Holofernes den Kopf abschlägt. Allzu gruselig aber schaut das Bild doch nicht aus, oder? Denn Caravaggio hat seine Geschichten wie auf einer Theaterbühne etwas unwirklich dargestellt. Um die Theaterbühne zu verdeutlichen, hat er einen Special-Effekt eingesetzt, nämlich das Licht. Caravaggio hat diese Licht- und Schattenmalerei, die auch Hell-Dunkel-Malerei oder im Italienischen Chiaroscuro genannt wird, zu seinem Markenzeichen gemacht. Viele Teile des Bildes sind in ganz düsteren und dunklen Schatten gestellt. Dazwischen blitzen die Figuren unwirklich hervor. Verfolge das Licht auf dem Bild und schaue, welchen Weg es dir zeigt.